Es ist dasselbe Spiel wie letztes Mal, der Synchronisationsschuss ist gefallen. Herzlich willkommen zum Let's Play Nummer 7 bei Ratchet und Clank. Nee, Moment, es ist Let's Play Nummer 8. Nee, Moment, es ist Let's Play Nummer 6. Jetzt haben wir es. Herzlich willkommen beim Let's Play Nummer 6 von Ratchet und Clank hier auf der PS4 bei den Spieletestern. Mein Name ist Chris. Ich muss leider wieder ohne Zocken moderieren, weil ich immer noch vom letzten Mal vergessen hatte, das Mikrofon einzuschalten. Und genau, wir sind jetzt hier im Bronze-Hoverboard-Rennen und ich versuche mich jetzt mal als Live-Kommentator mit versetztem Gameplay für die PS4. Also Ratchet ging an den Start, ist mittlerweile Nummer 4, 3. Das Ganze ist aufgebaut in ein 3-Runden-Rennen. Wir haben 5 weitere Gegner, die es gilt zu schlagen. Es gibt 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen, Bronze, Silber und Gold. Es gibt leider keine Power-Ups oder sonstiges. Man kann springen, man kann einen Trick in der Luft machen, man kann sich boosten und man kann aber nicht so Mario Kart-mäßig irgendwie die Leute gegenseitig wegbashen oder sich dadurch irgendwie waffentechnischen Vorteil verschaffen. Wir sind mittlerweile in der Runde 2, ich bin Dritter und genau, wir haben noch 2 weitere vor uns und wir hoffen mal, dass wir das Ganze schaffen durch Sprünge. Und also ihr seht hier ab und zu, wenn man, hier genau, da hinten ist so ein blauer Kreis, durch den muss man durchspringen. Dadurch bekommt man Boost und wenn man Kisten zerstört ebenfalls. Aktivieren tut man den auf Viereck. Und es ist an sich eine coole Idee, aber nicht wirklich ausgereift, sage ich mal. Aber es ist ein Game im Game, also von dem her ist es okay, es ist ein netter Zeitvertreib. Wir müssen aber ganz ehrlich sagen, um das irgendwie... Ich würde mir sogar ein externes Spiel kaufen, wo es nur um Ratchet und Clank Hoverboard geht, weil ich bin kein Fan von Renngames. So, ich mag diese ganze Rennsport-Simulation nicht, das gibt mir persönlich nichts. Aber dann gibt es halt so Games wie Mario Kart, wo ich wirklich Bock drauf habe. Wobei, The Crew habe ich auch gespielt, auch mega. Aber mir fehlt halt so ein Competition-Ding. Irgendwie so Leute mit irgendwelchen Gadgets kalt machen. Wir sind jetzt Erster geworden im Bronzenen. Versuchen uns direkt natürlich, stürzen wir uns Silberabenteuer und das Gold machen wir danach natürlich auch. Du kannst jederzeit wiederkommen. Aber wie gesagt, ein separates Spiel. Ratchet und Clank Hoverboard World Cup oder was weiß ich, wo man Ratchet und Clank Charaktere findet und dann auch online gegeneinander antreten kann und da dann die Hoverboards aufrüsten und so weiter und so fort, würde ich mir direkt kaufen, weil das ist nämlich eine Art von Rennspiel, die ich spielen möchte. Aber nun gut, wir gehen jetzt ins zweite Rennen. Silber. Silber, genau. Selbes Spiel wie vorhin, wir müssen 5 weitere Gegner schlagen in einem 3-Runden-Rennen, haben jetzt aber die Schwierigkeit bekommen, dass wir hier seitlich diese Explosionskisten haben, gegen die wir natürlich nicht fahren dürfen, sonst haben wir nämlich einen Zeitverlust und der ist entscheidend teilweise. Also er ist jetzt nicht so tragisch, aber wie man das natürlich aus solchen Spielen kennt, manchmal ist die Millisekunde der Unterschied zwischen Sieg und Verlust und genauso ist es auch bei diesen. Genau, wir springen, wir machen Tricks, wir boosten uns, sind aktuell auf dem 3. Platz, 4. Platz, weil sich hier der eine mit uns anlegt, aber wir lassen ihn natürlich locker Staub fressen. Genau, die blauen Pfeile geben auch Boost. Man muss wirklich aufpassen, weil die Steuerung ist ziemlich genau, dass man nicht in diese Kisten reinrattert, weil... Wie gesagt, wir wollen keinen Zeitverlust, dann lieber ein bisschen langsamer machen. Ich weiß nicht, ob man bremsen kann, aber lieber ein bisschen langsamer machen und nicht in die Kisten reinfahren, als in die Kisten reinfahren und einen Zeitverlust haben. Genauso sollte man auch nicht von der Strecke fliegen, sonst gibt es nämlich auch einen Zeitverlust. Wir sind immer noch Dritter in der 2. Runde. Ich bin gespannt, ob wir das schaffen, Erster zu werden. Wir sind jetzt in der letzten Runde, haben noch einen vor uns. Wir sehen ihn aber, insofern sollte das Ganze schon relativ machbar sein. Richtig. So, wir sind dem jetzt haarscharf auf den Fersen, fahren ihm hinterher und durch diesen Boostsprung haben wir uns jetzt natürlich nach vorne katapultiert und lassen ihn jetzt erstmal hinter uns. Wir hoffen mal, dass uns kein Fauxpas passiert, so wie hier bei der Spielaufnahme, sodass man jetzt nachträglich nochmal kommentieren muss. Das heißt, ich weiß schon, wie das Rennen ausgeht. So, wir haben jetzt hier den letzten Sprung, holen uns noch den Boost mit, landen und haben auch das Silberrennen
mit Kusshand auf dem Treppchen ganz oben erledigt. Wow, das war super. Viel Spaß mit dem Preis. Hast du dir verdient. Wir gehen direkt weiter in den goldenen Modus. So, im goldenen Modus haben wir jetzt noch einen Schwierigkeitsgrad mehr, logischerweise. Also ich finde, am Fahrverhalten ändert sich nichts. Die sind weder schneller, noch sind die Gegner stärker. Aber wir haben jetzt im goldenen Modus noch Sprengkisten auf dem Boden liegen, über die man drüber springen muss, weil man ansonsten diesen Zeitverlust kriegt. Ob wir das jetzt schaffen oder nicht, bleibt spannend. Allerdings ist es wirklich ekelhaft kompliziert, teilweise auszuweichen und auch noch zu springen, um dann wieder auszuweichen. Man nimmt viel weniger Boostkisten mit, wie es jetzt hier gerade passiert ist. Und man nimmt halt auch viel weniger von diesen blauen Boosts mit, weil man halt vorab nicht diese Sprengkisten sieht. So, fahren wir mal gegen eine dagegen. Ihr habt gesehen, es gibt einen minimalen Zeitverlust. Sind aber immer noch Dritter, Gott sei Dank, in der zweiten Runde, haben jetzt alle drei Boost-Striche voll, nehmen aber lieber hier noch die Rampe mit, um es weiter auszubauen. Und genau, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir hier nicht von der Strecke fliegen oder in irgendeine Kiste reinknallen, sondern lieber diese Kisten knallen, um den Boost weiter auszubauen. Sind aktuell Zweiter. Es geht langsam aufs Ende der zweiten Runde zu. Ratchet macht eine super gute Figur dabei. Wir haben noch einen vor uns. Wir sehen ihn wieder. Also es ist dieselbe Situation wie im Silberpokal. Wir sind gestartet und haben den ersten schon gesehen, aber holen den zweiten, also holen jetzt den ersten viel früher ein, fahren aber jetzt wieder gegen so eine verkackte Explosionskiste. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es bleibt spannend so. Wir versuchen jetzt hier nochmal einen Boost mitzuholen. Sind aktuell auf der ersten Position, haben noch ungefähr 30 Sekunden Runde. Eventuell auch nicht. Eventuell sind es auch nur noch 10. Da vorne ist die Zielgerade. Wir haben den hinter uns gelassen, haben jetzt auch den Goldpokal. Super Sache. Finde ich richtig schick. Können wir so lassen. Du bist echt der Hammer. Du solltest Profi werden. So, wir haben eine Holo-Karte bekommen und schauen jetzt mal, ob sich auch irgendwas im Goldstand getan hat. Wir haben 23.000 jetzt, 11.000 hatten wir vorhin. Das heißt, wir haben zwischen dem Silber, zwischen dem Bronze und dem Goldcup haben wir knapp 11.000 Bolts gekriegt. 23.000 Bolts reichen uns aber, weil, wie ihr euch vielleicht erinnert, hat der der Groovinator oder wie der heißt, der die Leute tanzen lässt, hat uns 8.000 gekostet, also kostet uns 8.000 und der Verpixler 15.000, sodass wir insgesamt bei 23.000 sind. Und wir gehen jetzt erstmal zurück zum Schiff, beziehungsweise sie hat gerade gesagt, nee, es wurde kein neuer Modus freigeschaltet. Wir fliegen jetzt erstmal zurück zum Schiff und clearen dann hier diese Welt und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier weitergeht. So, wir sind jetzt angekommen, müssen jetzt noch hier durch die grauen Bereiche. Jemand wie dich kann ich brauchen. Komm zu mir und wir reden darüber. Ich verrate nicht, wo ich bin, aber die Kanalisation unter der Stadt, ja, die hat was. Findest du nicht auch? So, wir haben 3 Diamanten gekriegt und brauchen auf jeden Fall Munition. Wir kaufen uns jetzt hier den Groovitron, genau, nicht Groovator oder Groovinator, Groovitron und den Verpixler. Und wie gesagt, 15.000, 8.000 ergibt 23.000, wir haben knapp 23.800 und man braucht die Bolts tatsächlich nur für die Waffen und um die Munition wieder aufzuladen, aber das ist verhältnismäßig günstig, wie wir ja schon mittlerweile wissen. So, wir rüsten dann auch direkt Waffen auf. Und zwar machen wir, wir haben schon die Protonentrommel voll gemacht. Den Pyrosaiter machen wir jetzt erstmal vollständig. Überdimensionaler Panzer. Hydrobeamer-Technologie wird dazu verwendet, eine riesige Menge Pyrogenkraftstoffen in einen kleinen Panzer zu lagern, wodurch mehr Munition zur Verfügung steht. Finden wir gut, weil wir haben jetzt schon im Laufe des Spiels gemerkt, dass bei dem Flammenwerfer die Munition ein bisschen rar ist. Von dem her passt es. So, wir machen jetzt hier nochmal die Feuerrate ein bisschen hoch, aber lassen das dann auch mit dem Brenner erstmal sein, weil wir wollen ja die Fragezeichen freischalten und da gibt's nichts. Aber es macht, glaube ich, Sinn,
Nee, Schmelzgranate können wir auch keine Munition mehr holen. So, was machen wir? Verpixler? Nee, wir machen unseren Bodyguard ein bisschen stärker. Und zwar erhöhen wir die Schusszahl. Dadurch ist er ein bisschen länger unser bester Freund. Und rettet uns vor fiesen Spikes, glibbrigen grünen Drecksviechern und fliegenden Helikoptern. So, wir machen mal weiter. Jetzt geht's um die Kanalisation. Man sollte natürlich auch die Kisten treffen, sondern sie nicht nur blöd anstarren. Sind aber jetzt in der Kanalisation. So, was erwartet uns hier? Ich hoffe, keine 10.000 Gegner. Nee. Da hinten, das sieht nach einem Fisch aus. Nach zwei Fischen. So, wir nutzen unseren Hydro-Beamer, trocknen die Viecher erstmal aus und machen sie dann einfach kalt mit dem Verpixler. Schau mal. Ah, okay. Ja, sieht jetzt ein bisschen aus wie Minecraft. Kann man locker ein bisschen kaputt hauen und gehen dann auf die nächste Plattform. Gibt aber keine Volts anscheinend. So, hier geht's jetzt weiter. Hier können wir Wasser wieder auffüllen. Dann geht's auf die nächste Seite. Kloppen uns einmal durch die Kanalisation durch. Und machen hier Platz. Ah, okay, das geht wohl irgendwie nur, wenn das Becken leer ist. Mr. Zurkon darf auch gleich vernichten. So, der Fisch ist unten. Okay, anscheinend reicht ein Hit, um den Teil zu machen. Bisschen lame, aber okay. So, boxen wir uns auch hier durch. Kommen wir hinten? Nee, wir kommen hier nicht hoch. Okay. Dann müssen wir wohl zurück und das Becken wieder auffüllen und dann durch die ganze Kanalisation drunter durchtauchen. Gut. Machen wir. Wir haben uns hier Assassin's Creed mäßig hoch. So, 54% Sauerstoff, also das passt locker. Machen wir dann erstmal jetzt den... Ah, okay, hier gibt es gar nicht viel mehr Gegner. Boxen die Explosionskisten erstmal kaputt, damit wir nochmal ein paar Bolts bekommen. Also da macht es auch wirklich die Quantität, weil qualitativ ist in so einer Box jetzt nicht wirklich viel drin. Boah, das erinnert mich gerade mega an Rayman, als man mit der Glowbox den Abfluss runter musste. Okay, das hier sieht aus, als müsste ich vor der Welle fliehen. Ich hasse es, wenn irgendwas auf Zeit geht, weil ich genau dann immer Patzer mache. Aber schauen wir mal. So, in dem Fall lohnt sich hier der Mr. Zurkon wieder sehr, weil er uns nämlich die kleinen Drecksviecher vom Hals hält. So, das hier sieht doch schon aus, als wäre ich viel... Ja, jetzt bin ich noch hier gegen und da, ja, Mahlzeit. Also, das sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als hätte ich da jetzt eine reelle Chance. Ich hoffe mal, es ist gleich zu Ende. So, wird jetzt das Wasser aufzusteigen? Nee. Okay, es steigt immer noch. Jetzt muss ich wieder tauchen, bin wieder hängen geblieben. Also, ich gehe nicht davon aus, dass ich da irgendwas reißen kann jetzt. So sehr es sich auch bemüht, 10%. Okay. Das wusste ich nicht, dass man bei Ratchet und Clank stirbt, sobald der Sauerstoff weg ist. Ich ging davon aus, dass man wie bei den meisten anderen Spielen auch nach zu Ende gehung, nachdem sich der Sauerstoff zu Ende geneigt hat, dass es dann vom Leben abgezogen wird. Aber hier kann man mit vollem Leben und keiner Atmung nicht weiterleben. So, wir machen das Ganze jetzt nochmal. Allerdings ohne irgendwie großartig hängen zu bleiben, sprach er und blieb hängen. Aber das hier sieht auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher. So, wir ignorieren die Gegner jetzt einfach mal. So, wir sind hier jetzt schon viel früher dran. Irgendwie sind die größer als vorhin, glaube ich. Ja, also vorhin war das hier ja schon komplett unter Wasser. Das Wasser tut den Gegnern anscheinend aber auch nicht so gut. Deswegen verrecken wir auch. Finde ich eine super Sache. So, jetzt sind wir schon im Rohr.
30%, 20%. Ah, super. Wir haben's. So, wo geht's weiter? Da hinten. Das Wasser hat aufgehört zu steigen. Kisten nehmen wir mit, sind schon wieder bei knapp 1500 Bolts. Und sind jetzt. Da ist hier sieht es nach Ärger aus. Halten wir die Augen offen, Clank. Psst. Hey, Meister. Hast du ein paar dieser Rida-Holokarten? Was ist eine Rida? Bloß die stärkste Superwaffe in der Galaxie, Meister. Steht für Reiß in dir auf. Tja, die Gadgetron-Leute wussten nämlich, dass man die Pläne nicht an einem Ort verwahren sollte. Also haben sie sie aufgeteilt und auf ein paar Holokarten gedruckt. Meine Partner und ich hätten wirklich furchtbar gern diese Holokarten und damit den kompletten Plan. Und lass mich raten, besorgen wir dir alle Holokarten, baust du uns die Waffe? Das ist korrekt, mein emsiger Freund. Hier, nimm diesen Dietrich. Er wird dir die Beschaffung der besagten Ware ein bisschen vereinfachen. Wir haben einen Dietrich. Was wir mit dem Dietrich machen, finden wir wahrscheinlich jetzt raus. So, was gibt's hier? Willst du erstmal nichts. Dann nutzen wir den Dietrich auch mal. Der Dietrich kann Energieschlösser kurzschließen. Ausgewählten Steuerring drehen, um Laser auf den Energieanschluss zu richten. So, System verstanden, funktioniert. Also einfach drehen, hier gibt es jetzt noch eine Holo-Karte. Und Wunder. Hey, du hast eine. Es gibt sogar eine Rida-Karte, um die es vorhin die ganze Zeit ging. Die können wir jetzt auch machen. Dann sind wir Wir sind jetzt wieder bei der Hoverbot-Tante, die uns Rennen fahren lässt, aber ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, diese ganzen Rennen nochmal zu fahren, weil wir sind ja schon überall Erster. So, das war's. Mehr Rida-Karten können wir jetzt nicht sammeln, aber wir schauen mal, mehr Holo-Karten, aber wir schauen mal, was uns das jetzt gebracht hat. Also wir haben hier eine Rida-Karte, noch eine Rida-Karte. Und was gibt's hier noch Schönes? Hab meine Brille nicht auf, sonst könnte ich da auch die kleinen Sachen vorlesen. So, wechseln. Okay, wenn du drei Rieder zusammen hast, kannst du sie gegen echte Riederwaffen eintauschen. Aber wir haben auch keine doppelten. Den haben wir auf 100%. Was gibt's hier noch? Ah, Schmelzgranaten, irgendwie ein anderes, eine Modifikation. Ein Transmog. Aber okay, gut, lassen wir das. So, ab ins Taxi. So, wir sind zurück im Taxi. Was gibt's hier? 24, okay, nehmen wir mit, aber ansonsten haben wir leider nichts. Sammle alle Rida-Holo-Karten können wir auch nicht machen. Deswegen ab ins Schiff und zum nächsten Planeten. Ich gebe die neuen Koordinaten. Ab zum G34-Nebel. Unseren Cruiser hier. Das sieht aber aus wie eine Werkstatt. So, man könnte den schon mal langsam auftunen, findet ihr nicht? So eine andere Farbgestaltung oder sowas. Genau, wir sind jetzt im nächsten Planeten. Bitte komm. Clank und ich sind in Position. Im G34-Nebel. Ich sage danke fürs Einschalten beim sechsten Let's Play von Ratchet und Clank. Ihr habt die Spieletester gesehen. Lasst uns ein Abo auf YouTube hier einfach durch einen Klick. Mein Name ist Chris und wir sehen uns gleich beim siebten Teil von dem Let's Play von Ratchet und Clank auf der PS4 wieder. Danke fürs Einschalten.